Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Woche. Die letzte Folge vor dem Urlaub, also vor der USA-Reise. Von daher, wir sind ganz schön im Stress, deswegen sehe ich auch ein bisschen durcheinander aus. Und Lisa ist voll in den Reisevorbereitungen, denn es geht ja diese Woche in die USA, wo dann nächste Woche die WM sein wird. Müssen wir jetzt Koffer packen? Egal. Kommen wir erstmal zu dem, was die Woche schon so passiert ist, oder in der letzten Woche so passiert ist. Zum einen war ich in Augsburg. Dort wurde ich eingeladen vom Rotarakt, der Jugendorganisation vom Rotary Club, etwas über Inklusion und den Teilhabegesetz und Teilhabe allgemein zu reden. Und es war ein ziemlich trockenes Thema, das war ich gar nicht gewohnt. Habe mich dann aber, glaube ich, doch ganz gut geschlagen. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt, ne, wie ich da so gequatscht habe. Man sieht, wir hatten sogar einen Dolmetscher für Gebärdensprache, sehr schön. Kann ich mich dran gewöhnen, vor allen Dingen konnte ich mich auch super später mit den Gehörlosen dadurch unterhalten. Das ist ja sonst auch eher selten. Und ich habe festgestellt, wir müssen einfach mehr Gebärdensprache lernen. Ich will das gerne, vielleicht schaffe ich es. Wir können ja mal eine kleine Challenge draus machen und dann machen wir mal hier bald ein Video auf Gebärdensprache. Okay, ihr seht mich jetzt gerade eben bloß da rumgestikulieren. Also das, was ich mache, ist keine Gebärdensprache. Die Dame rechts, die übersetzt. Ja, nur, dass es nicht zur Verwechslung kommt. ich habe aber gelernt, meinen Namen zu buchstabieren. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt noch hinbekomme. Ja, ich weiß es noch nicht viel, aber immerhin, ich würde es gerne lernen. Vielleicht komme ich da ja noch zu. Außerdem war die Lisa dann nicht mit in Augsburg, leider, da war ich diesmal wirklich allein. Sie war aber in Berlin und hat da ein kleines Filmchen gedreht. Was das nun wieder für etwas war und warum ich da nicht dabei war und nur sie. Bleibt gespannt. Ja. Da werden wir euch früh genug drüber unterrichten. Und mein Videodreh letztes Mal, der ist ja auch noch, steht ja auch noch an. Da wird diese Woche wahrscheinlich was kommen. Also besser abonniert all unsere Kanäle, damit ihr das schön weiterverfolgen könnt. So, was haben wir hier noch Schönes gemacht? Ach ja, auf dem Weg von Augsburg zurück haben wir dann in Frankfurt gehalten, beziehungsweise ich habe vorher noch in Karlsruhe gehalten. Videos davon kann man natürlich auf unseren Instagram-Kanälen sehen. Zack, da ist er. Und zwar ist das einmal der Sit and Skate-Kanal, den wir jetzt hauptsächlich bespielen werden natürlich. Dort seht ihr also unter, wenn ihr durch die Videos klickt, ne, dass wir hier in Frankfurt waren. Und dort werdet ihr auch während unserer USA-Reise einiges sehen können. Denn wir wissen jetzt noch nicht, wie wir es schaffen werden, YouTube zu bespielen. Wahrscheinlich werden wir das eher im Nachhinein machen. Deswegen, Empfehlung. Ja, Empfehlung an euch. Abonniert unseren Instagram-Kanal auch oder guckt da ab und zu mal drauf oder natürlich auch auf Facebook, damit ihr auch während unserer USA-Reise mal top informiert seid, was wir da so treiben. Yo! Ansonsten ist natürlich wieder zu sagen, es stehen Events an. Das ist unsere USA-Reise zum einen, ne, die WM. Am 22. und 23. April könnt ihr auf www.riseadaptivesports.org, boah, was ein Name, ne? Die WM live beobachten, live im Livestream anschauen. Und gucken, ob wir uns gut schlagen, uns anfeuern aus der Heimat. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das zahlreich macht und hier vielleicht sogar wieder die ein oder andere quasi Public Viewing organisiert. Also wir fanden es letztes Jahr atemberaubend, dass wirklich einige gesagt haben, in meiner Stammkneipe, die können das zeigen. Oder sie haben mit Freunden getroffen, haben das zusammen geguckt haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr das wieder macht. Wie gesagt, www.riseadaptivesports.org. Wenn ihr aber unserem Instagram-Channel, unserem Facebook folgt,
werdet ihr das sowieso noch ein paar Mal lesen, denn ich werde da sicherlich noch einige Male darauf hinweisen. Ja, drückt uns die Daumen. Fühle ich mich vorbereitet? Ja, aber guckt doch einfach mal auf unser Instagram-Channel, das sage ich jetzt zum 10. Mal. Dann seht ihr, ob ich mich gut vorbereitet habe. Ja, was steht noch so an? Natürlich die allgemeinen Ankündigungen wieder. Wir sind in Wolfsburg. So rum. Da. Wir sind in Wolfsburg am 20.05. Vorher sind wir noch in Berlin am 14.05. Ja, also quasi, wenn wir aus den USA zurückkommen, geht es erst nach Berlin, dann nach Wolfsburg. Und wir haben es letztes Mal schon gesagt. Ups, das war das Falsche. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, wir machen ein Summercamp für Jugendliche. Das ist in Hamburg. Das hier ist jetzt der aktuelle Header. Dazu gibt es auch ein Plakat. Es gibt jetzt auch eine Facebook-Veranstaltung. Also schaut rein. Auf Facebook findet ihr das auf der Seite vom GIMP e.V. ganz neu. Deswegen noch nicht allzu oft vielleicht gesehen oder gehört. Aber auch da werde ich es natürlich wie auf alle Kanäle teilen, noch und nöcher. Trotzdem brauchen wir da jetzt ganz dringend eure Anmeldung. Also, wenn ihr zwischen 12 und 21 Jahre alt seid, dann meldet euch an für das Summercamp. Macht das. Jo, ich guck mal hier auf meinen Zettel. Habe ich noch was vergessen? Nö. Also, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Bleibt gespannt und schaltet wieder ein. Wir werden auch in den USA versuchen, einmal wöchentlich dieses Format hier zu machen. Dann immer mit wechselnden Orten. Also natürlich, müssen natürlich gucken, wo haben wir WLAN, wo haben wir gutes WLAN. Klappt es, klappt es nicht. Deswegen zum 11. Mal jetzt. Schaut auf Instagram, schaut auf Facebook. Da seid ihr auf jeden Fall immer super aktuell informiert, was wir so treiben. Seht tolle Bilder, tolle Videos. Und hier auf YouTube werden wir auf jeden Fall im Nachhinein wieder von unserer Reise ein paar coole Videos produzieren. Also, ja. Ja. Ich glaube, der Stream läuft nicht. Das ist ja doof. Jetzt quatsche ich hier so schön und der Stream läuft nicht. Warum nur? Ja, schade, wenn es nicht geklappt hat, dann werde ich das Video im Nachhinein hochladen. Und ich werde mal versuchen rauszufinden, warum hier heute das nicht geklappt hat. Eigentlich alles wie immer. Schade. Naja, trotzdem, alles, was ich gesagt habe, ist so, wie es ist. Und guckt es euch halt fast live an. Also haut rein, bis dann. Oh, das Outro vergessen, ne? Haut rein.